Geschenk. Wir kennen ja unter Wolfischek bemerkte zur Notenaufzeichnung des Diesnerwaldes ein handschriftliches Landlerbuch aus Diesen am Ammersee, das ziemlich sicher vor der Jahrhundertwende geschrieben wurde, enthält 114 solcher Landler für Geige und Flöte. Wir würden heute dafür eher den Begriff Walzer anwenden, weil sie viele lange Noten aufweisen und ein schwungvolles Tempo verlangen. Vier dieser sechs taktigen Landler hat Wolfi Scheck in dem Heft Volksmusik aus alten und neuen Notenbüchern des südwestlichen Oberbayern Musikantenspitz auf als Diesener Walzer veröffentlicht. Die nachfolgende Beschreibung, die ich hier aufgeschrieben habe und die wir jetzt tanzen werden, hat diese Melodien zur Grundlage. Ich habe diese Choreografie deswegen auch Diesener Walzer genannt.